Hallo, ich bin Lars von Sound Service, dem europäischen Icon-Vertrieb, und freue mich hier den Musikerboard ganz neu auf der NEMM 2019 am Icon-Stand Plattform Nano vorstellen zu dürfen. Die Plattform-Serie wird den meisten von euch sicherlich ein Begriff sein. Hier haben wir jetzt den kleinsten Vertreter der Plattform-Serie als USB-MIDI-Controller. Wir haben einen Motorfader. Ich habe Kanal- bzw. Bankumschalter, sodass ich damit halt meinen ganzen Mix kontrollieren kann. Ein sehr aufgeräumtes, übersichtliches Display. Frei belegbare Push-Pull-Potis. Ich habe den Panregler, der ebenfalls auch frei belegbar ist. Ich habe eine komplette Transportsektion und ein Jogwheel. Das alles im handlichen Format der Plattform-Serie. Für alle gängigen DAWs liegt ein Overlay bei. Wir können ja mal hier rüber schauen. Da haben wir Sonar, Reason, Reaper, Pro Tools, Live, Bitwig, Adobe Audition, Studio One, Digital Performer, Samplitude, FL Studio. Zahlreiche DAWs, die wir alle verwenden. Und wie auch die anderen Plattform-Controller wird der Plattform Nano mit der Icon IMAP Software ausgeliefert, welches erlaubt, auch über den User-Defined-Mode ganz eigene Mappings zu erstellen, sodass ich was auch immer damit kontrollieren möchte. Das ist der Plattform Nano. Und daneben können wir vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, Martin, wir hatten das letztes Jahr schon mal, der Plattform U22 VST, das passende Audio-Interface für die Plattform-Serie. Und wie wir das hier so arrangiert sehen, ist das die ideale Home-Studio-Kombination aus einem Zwei-Kanal-Interface, 2-In, 2-Out, inklusive VST-Chip inside und dem passenden USB-MIDI-Controller.